Hallo, liebe Deutschlernende. Ja, ich habe letztens mein Visa in Thailand verlängert und ich war echt sehr beeindruckt. Ja, ich war schwer beeindruckt, wie man im Deutschen auch sagt. Ja, ich war schwer beeindruckt von der Freundlichkeit der Thailänder, selbst in der Immigrationsbehörde. Ja, wenn man in Deutschland mit dem Staat zu tun hat, dann sind die Beamten leider nicht so freundlich. Ich meine, wenn man Glück hat, dann sind die Leute schon freundlich, aber es hält sich in Maßen. Sie sind jetzt nicht übermäßig freundlich, ja, sondern sie sind nur so freundlich wie der Durchschnittsmensch auf der Straße. Und das ist freundlich, aber nicht zu freundlich. Aber in der thailändischen Immigrationsbehörde war ich echt beeindruckt, wie freundlich die Leute waren. Ja, sie waren. Also die eine Frau hat zum Beispiel gesehen, dass ich aus Deutschland komme und sagte zu mir, Guten Morgen auf Deutsch, ja. Und ich war echt beeindruckt, so wow, sie hat mich in meiner Sprache begrüßt, nur um nett zu sein. Und dann gab es die eine Frau in der Behörde, die ich gesehen habe, die die ganze Zeit Scherze gemacht hat mit den Leuten. Und das war schön zu sehen und auch den Menschen, denen ich dann gegenüberstand, als ich am Schalter war. Der war sehr freundlich und es gab sogar ein paar Blätter auf dem Schreibtisch, wo ich eine Rezension hätte hinterlassen können. Ja, wie freundlich er war und wie aufgeräumt sein Schreibtisch ist und so weiter. Also die Thailänder achten schon darauf, dass das alles gut läuft. Und ich musste auch nicht allzu lange warten. Ja, in Deutschland bin ich das gewohnt, 1 bis 2 Stunden warten zu müssen, ehe ich endlich mit jemandem sprechen kann. Insofern war es echt toll, ja, wie effizient das alles läuft und wie gut das alles vonstatten ging. Ja. Natürlich muss man aufpassen, dass man alle Regeln einhält und so weiter. Aber das ist kein Problem, wenn man freundlich ist und wenn man ja, wenn man die Regeln einhält, ja, was sie natürlich machen. Und ja, das war meine Erfahrung, also definitiv besser, zumindest in diesem Fall, als Deutschland und weitaus besser als Vietnam, wo es ein bisschen. Also ich hatte den Eindruck, in Vietnam wollten die nur mein Geld. Ja, die wollten sehr viel Geld haben und es war mir nicht ganz so klar, wofür das Geld nun ist. Also ich denke, das meiste Geld kommt einfach in die eigene Tasche. Aber in Thailand schien das alles sehr koscher, wie man sagt. Ja, das ist also ein Begriff aus dem Hebräischen, aus dem Jüdischen. Ja, koscher. Ja, das war alles gut. Ja, es war alles den Regeln gemäß. Okay? Also, wenn du jemals nach Thailand kommst, es ist auf jeden Fall einfacher als Deutschland, aber man darf dann nicht so lange bleiben. Ja? Dann ist 3 Monate das Maximum. In Deutschland hast du einen schwierigeren Prozess, aber dafür kannst du dann meistens länger bleiben, von dem, was ich weiß. Ich kenne mich nicht so gut aus. Also wenn du Deutschland besuchen möchtest, dann wünsche ich dir viel Glück, aber ich bin leider nicht der Ansprechpartner. Manche Leute fragen mich, hey Marco, kannst du mir helfen, nach Deutschland zu kommen? Ich kenne mich da leider nicht aus. Das ist leider nicht mein Gebiet. Ich kann dir nur beibringen, wie du Deutsch sprechen kannst, aber nicht die ganze Bürokratie. Okay? Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Tschüss.